Guten Tag, heute sprechen wir über Geheimnisse der Geschichte. Über Geheimnisse, die irgendwann doch herauskommen. Egal, was die Leute, welche diese Geheimnisse geheim halten möchten, auch versuchen. Wie heißt es so schön, sogar das dünnste Hemdlein wirft einen Schatten. Und anhand dieses Schattens kann man einiges verstehen. Es gibt keine Ereignisse, die überhaupt keine Spuren hinterlassen. Sogar wenn es sich um eine kleine Spur handelt, kann man zu sehr interessanten Schlussfolgerungen kommen. Heute reden wir über ein Ereignis, das vor 70 Jahren stattfand, am 25. August im Jahre 1942. An diesem Tag starb der jüngere Bruder des englischen Königs, Herzog oder Duke of Kent. Er starb bei einem Flugzeugabsturz. Es war ein Amphibienflugzeug. Das war übrigens der erste Tod der Vertreter der königlichen Familie Englands zu Kriegszeiten seit dem 15. Jahrhundert. Auf den ersten Blick könnte man denken, es war ein tragischer Unfall und es war Krieg und im Krieg sterben jede Menge Menschen. Warum sollte das Mitglied der königlichen Familie davon ausgenommen sein? Und dennoch können es unscheinbare Begebenheiten sein, die aus der Nähe betrachtet vieles verraten. Das Wichtigste ist hierbei, die richtigen Fragen zu stellen. Also versuchen wir einige solche Fragen zu stellen. Die erste Frage: Woher und wohin flog der Herzog of Kent? Das war in Schottland. Er flog von Loch Mor nach Bliss Braemar Lodge, wo sich zu der Zeit Rudolf Hess befand, der bereits im Jahre 41 aus Deutschland nach Schottland geflogen ist. Ich komme später etwas ausführlicher darauf zurück. Das Wichtigste ist, dieser Unfall geschah unweit von dem Ort, wo sich Hess befand. An und für sich heißt es aber noch nichts, wenn jemand irgendwo vorbeifliegt. Fragen wir also weiter. Wer befand sich noch an Bord des Flugzeugs? Und hier ist die erste Seltsamkeit. An Bord befand sich ein nicht verzeichneter Passagier. Wer dieser Passagier war, das ist unbekannt. Aber es gab ihn. Die dritte Frage. Was machte eigentlich der Herzog of Kent kurz vor seinem Tod? Welchen Grund hatte dieser Flug? Und das ist die zweite Seltsamkeit. Kurz vor seinem Tod speiste Herzog of Kent im Schloss Balmoral mit dem englischen König, der Königin und dem Prinzen Bernhard. Und über den Prinzen Bernhard müssen wir ein paar Worte sagen. Das war eine sehr interessante Person. Er war Deutscher, diente in der SS und in der Abteilung für Aufklärung bei IG Farben. Im Jahre 1937 heiratete er eine holländische Prinzessin, Juliane. Da wurde er zum Prinzen. Als der Krieg begann, zog er nach Holland und wurde entsprechend der Menge seiner Aktiva zum zweitgrößten Anteilshaber von Dutch Royal Shell, dem größten Ölunternehmen. Der andere größte Anteilshaber von Shell war Victor Rothschild, Lord Victor Rothschild. Nach dem Krieg hat Prinz Bernhard den Bilderberger Club gegründet. Dieser Mann hatte also bekanntermaßen Beziehungen zu den Nazis und war sehr pro-Deutschland orientiert. Und dieser Mann speiste zum Mittag mit den zwei Brüdern, also dem Herzog of Kent und dem König, und der Königin. Danach setzt sich Herzog of Kent in das Flugzeug und stirbt. Eine weitere Frage: Was hielten der Herzog of Kent und die königliche Familie von Churchills Kurs und wie war ihre Position zum Krieg und zu Deutschland? Gelinde gesagt, mochten sie Churchill nicht. Die Königin und der Herzog von Kent wollten sogar Frieden mit Deutschland schließen. Sie gehörten zu einer sehr starken Anti-Churchill-Gruppe. Natürlich geht es hierbei nicht um Churchill selbst, sondern um die Kräfte, die in England und Amerika hinter ihm standen. Und dass Churchill sich in den Jahren 41-42 in ernsthaften Schwierigkeiten befand, wissen wir aus einer Quelle, die Autorität hat. Im Mai 1941 schrieb J. Edgar Hoover, der Chef des FBI, ein Memorandum an den Präsidenten Roosevelt, dass in Großbritannien eine Verschwörung gegen Churchill heranwächst. Und diese Verschwörung wird von Duke of Windsor oder Herzog von Windsor angeführt. Und der Herzog von Windsor, das ist der ehemalige König Edward VII., der aufgehört hat, König zu sein, weil er eine Amerikanerin namens Simpson geheiratet hat. Er hat also den Thron des Königs gegen die Liebe eingetauscht. Daraufhin hat er den Titel des Herzogs von Windsor bekommen. Dieser Herzog war also sehr bekannt als ein Vertreter des Friedens mit Deutschland. Das heißt, das britische Establishment war gespalten. Das britische Geheimdienst MI6 war zum Beispiel auf der Seite, die Frieden mit Deutschland schließen wollte. Aber das Komitee des Geheimdienstes, welches Churchill geschaffen hat, war für eine Koalition mit Stalin gegen Deutschland.
Auf jeden Fall gab es im britischen Establishment eine Anti-Churchill-Gruppe, die Frieden mit Deutschland schließen wollte und im Hintergrund tätig war. Churchill, oder genauer gesagt die angloamerikanischen Kreise, die er bediente, dessen Interessen er vertrat, wollten keinen Frieden mit Deutschland. Sie wollten Deutschland vernichten. Dabei ging es ihnen nicht um den Nationalsozialismus, sondern um Deutschland selbst. Hier zum Beispiel etwas, das Churchill selbst geschrieben hatte. Sie müssen verstehen, dass dieser Krieg nicht gegen den Nationalsozialismus geführt wird, sondern gegen die Stärke des deutschen Volkes, welche ein für allemal zerstört werden muss, unabhängig davon, in wessen Hand es sich befindet, in den Händen von Hitler oder in denen eines Heiligen oder eines Jesuiten. Beachten Sie diesen Punkt. Nicht der Nationalsozialismus ist der Hauptfeind von Großbritannien, sondern Deutschland. An einer anderen Stelle wurde er noch deutlicher. Wir kämpfen nicht gegen Hitler, sagte Churchill, sondern gegen den Geist Schillers, damit dieser Geist nie wieder hochkommen möge. Hier stellt sich die Frage, womit haben der deutsche Geist und Deutschland Churchill so verärgert, dass er gegen den Geist Schillers kämpft? Denn Churchill war ein sehr praktischer Mensch, der sich wenig mit Dichtung beschäftigte. Deshalb erscheint hier der Bezug auf Schillers Geist etwas seltsam. Und wahrscheinlich hat Churchill hier etwas Materielleres im Sinn. Vielleicht tun wir Churchill auch Unrecht. Aber auf der anderen Seite, er selber erklärte in einem Brief an Lord Robert Boothby, worin die Hauptschuld Deutschlands bestand. Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, ihre Wirtschaftskraft aus dem Welthandelssystem zu befreien und ihr eigenes Tauschsystem zu etablieren, welches der Weltfinanz keinen Gewinn eingebracht hätte. Das war also des Pudels Kern. Dieser Brief von Churchill an Lord Robert Boothby ist sehr wertvoll, da Churchill hier ehrlich sagt, worin die Schuld Deutschlands bestand und in wessen Augen. Es war die Weltfinanz, die ihren Gewinn gefährdet sah. Und dafür sollte Churchill Deutschland vernichten. Aber er wollte Deutschland auf eine Weise zerstören, dass es durch die Hände Russlands passiert und dass bei diesem Prozess die Vernichtung beider Mächte herauskommt, Deutschland und Russland. Man musste sie aufeinander hetzen. Und genau dabei spielte der Flug von Rudolf Hess eine große Rolle. Und mit diesem Flug von Rudolf Hess hing auch der Tod von Herzog von Kent zusammen. Man muss auch erwähnen, dass Churchill und seine Herren mit dem Feuer gespielt haben, während sie Deutschland und Russland gegeneinander ausspielten. Im Jahre 1942 war es sehr knapp für sie geworden und der Tod von Herzog von Kent war gleichzeitig das Mittel und das Symbol der Lösung der Probleme, in denen sie sich befanden. Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang überlegen, was es mit dem Flug von Rudolf Hess auf sich hatte. Darüber wurde schon viel geschrieben, das meiste davon betrifft jedoch nicht den Kern der Sache. Versuchen wir hier etwas aufzudröseln. Die offizielle Version lautet so. Am 10. Mai 1941 fliegt Rudolf Hess nach Großbritannien. Genauer gesagt hat er einen Unfall über Schottland. Er fliegt dorthin, um Frieden mit Großbritannien oder zumindest mit Teilen der Regierungskreise zu schließen. Sein Flugzeug stürzt über Schottland ab, er selbst wird verhaftet. Hitler erklärt ihn für geisteskrank und er kommt ins Gefängnis der Engländer und bleibt die ganze Zeit dort, bis er beim Nürnberger Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt wird, die er im Gefängnis von Spandau verbringt. Die Dokumente zu Hess sind für die nächsten 50 Jahre unter Verschluss. Irgendwann im Zuge der Perestroika sagte Gorbatschow, dass er nichts dagegen habe, Hess herauszulassen. Am selben Tag ruft Hess seinen Sohn an und sagt, jetzt werden die Engländer mich umbringen. Und tatsächlich findet man darauf diesen Greis, der sich nicht mal mehr selbst rasieren konnte, er hängt auf. Rasieren konnte er sich nicht, aber sich erhängen konnte er. Das ist die offizielle Version. Aber wie könnte es wirklich gewesen sein? Zunächst, wer war eigentlich Rudolf Hess? Hess war lange Zeit die Nummer 2 in der Nazi-Hierarchie. Er war seit dem Jahre 25 der Privatsekretär von Hitler. Er hatte Verbindungen zu der Geheimgesellschaft Thule und war einer der Schüler des großen Geopolitikers Karl Haushofer. Übrigens, ein anderer Schüler von Haushofer war der sowjetische Kominternagent Richard Sorge in Japan. Hess saß zusammen mit Hitler im Gefängnis in Landsberg und wie später auch Haushofer sagte, wurde vieles in Mein Kampf von Hess diktiert. Es war auch Hess, der den Hitlergruß Heil Hitler erfunden hatte und die Ansprache Mein Führer. Das war also ein Mensch, dem Hitler bedingungslos vertraute und welchem er sehr wichtige Aufgaben übertragen konnte.
Wir wissen auch, dass Hess sich sehr gründlich auf den Flug nach England vorbereitete. Er bat sogar den berühmten deutschen Konstrukteur William Messerschmitt, dass er die zweimotorige Maschine Messerschmitt 110 extra dafür modifiziere. Hess hat ebenfalls Flugunterricht bei verschiedenen Piloten genommen, unter anderem von persönlichen Piloten von Hitler, Hans Baur. Das heißt, es war nicht möglich, dass Hitler nichts von diesem Flug von Hess gewusst hat. Dennoch hat er ihn danach für geisteskrank erklärt. Übrigens wissen wir aus den Memoiren von Otto Skorzeny, dass, wenn der Auftrag Hitlers, den in Italien verhafteten Mussolini zu entführen, scheitern und er auffliegen würde, dann würde Hitler ihn für einen Verrückten erklären, der auf eigene Faust handelte. Dieser Flug wurde also vorbereitet. Und er wurde nicht nur von der deutschen Seite vorbereitet, sondern auch von der britischen. Und was sehr interessant ist, auf der britischen Seite waren in diese Vorbereitungen auch Leute einbezogen, wie der Mystiker und Astrologe Aleister Crowley, der berühmt-berüchtigte Kabbalist und ein Spezialist in Tarotkarten, eine sehr bekannte Person. Das ist derselbe Mann, über den Somerset Maugham sein Buch Der Magier geschrieben hatte. Eine weitere Person war der britische Geheimagent Ian Fleming, der spätere Autor der Romane von James Bond. Ian Fleming war übrigens auch kein Niemand. Nach dem Krieg führte er eine Operation an, die den technischen Fortschritt des Dritten Reiches untersuchen sollte. Diese Operation hatte übrigens den Namen James Bond. Danach nennt er den Helden seiner Bücher so, James Bond. Aleister Crowley und Ian Fleming gehörten also auf der britischen Seite zu denen, die den Flug von Hess vorbereiteten. Auch die astrologische Seite wurde bei diesem Flug beachtet. Von der deutschen Seite aus stand auch der persönliche Astrologe von Hess, Ernst Schulte Strathaus, mit diesen Leuten im Kontakt. Dementsprechend wurde auch das Datum des 10. Mai ausgewählt. An diesem Tag kam es zu einer Konjunktion von 6 Planeten im Sternbild des Stieres. Das alles deutet darauf hin, dass dieser Flug sehr gründlich vorbereitet wurde. Es wurde davon ausgegangen, dass Hess, wenn er in Schottland ankommt, mit den pro-deutschen Gruppen Kontakt aufnehmen und mit ihnen verhandeln kann. Aber wie es in der Geschichte so oft passiert, alles kam ganz anders. Hess kam an, aber er wurde durch die Pro-Churchill-Leute verhaftet. Genauer, er wurde zwar verhaftet, aber es wurden trotzdem Verhandlungen geführt. Die Verhandlungen führten aber die Leute von Churchill. Wo es gemacht wurde, ist heute schwierig zu sagen, weil mal wurde Hess in Schottland, mal in London gesehen. Es ist also möglich, dass er entweder nach London überführt wurde oder dass es einen Doppelgänger gab, mit dessen Hilfe eine Seite die andere verwirren wollte. Heute ist es also schwierig zu sagen. Wie ich bereits erwähnte, hat Hitler Hess für verrückt erklärt, weil würde er zugeben, dass Hess in seinem Auftrag handelte, würde das bedeuten, dass Deutschland mit England Verhandlungen führt. Und das würde bedeuten, dass nun tatsächlich Vorbereitungen für den Angriff auf die Sowjetunion getroffen werden. Natürlich wusste die sowjetische Führung auch vorher, dass Hitler einen Krieg vorbereitet. Aber das Bekanntwerden der Verhandlungen mit England würde bedeuten, dass der Krieg unmittelbar bevorsteht, weil Hitler bestimmte Zusagen und Garantien von den Briten bekommen musste, um nicht auf zwei Fronten zu kämpfen. Die Verhandlungen wurden also aufgenommen und Stalin wusste davon. Denn was die Engländer nicht wussten, Stalin bekam Informationen fast vom Verhandlungstisch. Er konnte also den Stand der Verhandlungen verfolgen. Die Verhandlungen dauerten ziemlich lange und am Anfang schienen sie die sowjetische Seite nicht sonderlich zu beunruhigen. Aber am 10. Juni erfährt Stalin, dass am 9. Juni zu den Verhandlungen Lord Kanzler Simon hinzukam. Im Jahre 1935, also 6 Jahre zuvor, war dieser Lord Kanzler Simon der Außenminister von Großbritannien. Und genau er gab damals Hitler grünes Licht betreffend Rheinland. Seine Position war vielleicht nicht pro-deutsch, aber zumindest sympathisierte er mit Deutschland. Und dass dieser Mensch in die Verhandlungen einbezogen wurde, war für Stalin ein wichtiges Signal. Und am Tag darauf erfuhr Stalin, dass Hitler endgültig den 22. Juni als den Anfang kriegerischer Handlungen gegen die Sowjetunion unterschrieb. Sofort begann die Verlagerung der deutschen Truppen von der Westfront an die Grenze von Sowjetunion.
Stalin hat verstanden, dass das nur eins bedeuten kann. Die Briten gaben Hitler irgendwelche Garantien. Darauf machte Stalin seinen nächsten Zug. Am 13. Juni macht die russische Nachrichtenagentur TASS eine Verkündung, dass die Sowjetunion friedfertig sei und alle Bedingungen seitens Deutschland erfüllt, dass es von russischer Seite aus keine Probleme gebe. In den Zeiten von Perestroika und auch danach machten sich die USA-unterstützten Antistalinisten gerne lustig über diese Nachricht an Hitler. Sie sagten, dass Stalin ein Dummkopf sei und Hitler geglaubt habe, dass er Hitler mehr glaubte als dem eigenen Geheimdienst, dass er sich bei Hitler anbiedern wolle und deswegen Friedfertigkeit demonstrierte. Aber das ist dumm zu glauben, dass diese Nachricht an Hitler ging. Mit dieser Nachricht von TASS am 13. Juni war ganz jemand anders gemeint. Es war nämlich an Roosevelt adressiert. Denn seinerzeit im Jahre 37 sagte Roosevelt, wenn Deutschland die Sowjetunion angreift, dann würden die USA die Sowjetunion unterstützen. Und wenn die Sowjetunion der Aggressor sein wird, dann werden die USA Deutschland unterstützen. Aber das war vorerst eine persönliche Meinung von Roosevelt. Und am 17. April 1941 traf der amerikanische Kongress diese Entscheidung. Wenn die Sowjetunion Deutschland angreife, dann stellen sich die USA auf die Seite von Deutschland. Das würde bedeuten, dass auf der Seite von Deutschland nicht nur die USA wären, sondern das britische Imperium, Japan, die Türkei. Gegen die Sowjetunion wäre dann also die ganze Welt. Im militärischen Potenzial gerechnet wären das dann 86% gegen die sowjetischen 14%. Allein das zeigt einmal mehr, wie falsch die Thesen von Rezun, Suvorov und all den anderen Autoren sind, welche behaupten, dass Stalin Hitler angreifen wollte. Der Angriff auf Deutschland hätte für die Sowjetunion den Krieg gegen die ganze Welt bedeutet. Stalin war kein Selbstmörder. Also, am 13. Juni sollte die Verkündung von TASS der ganzen Welt zeigen, wir, das sowjetische Volk, haben nichts vor. Wir möchten mit Deutschland in Frieden leben. Wir sind kein Aggressor. Und Roosevelt hat diese Botschaft verstanden. Aber noch mehr hat diese Botschaft Hitler verstanden. Weil am selben Tag die Verlegung der deutschen Truppen an die sowjetische Grenze vorerst gestoppt wurde. Die Verhandlungen mit den Briten wurden anscheinend weitergeführt. Seinerzeit schrieb Hitler noch in Mein Kampf, nur mit England als Verbündeten, mit einem gedeckten Rücken kann man ein erneutes Eindringen in Russland versuchen. Hitler konnte also Russland nicht angreifen, ohne bestimmte Garantien seitens der Briten. Und er hat diese Garantien bekommen. Am 18. Juni wurde die Verlegung der deutschen Truppen von der Westfront an die sowjetische Grenze wieder aufgenommen. An der Westfront blieben nur noch 14 bis 15 Divisionen. Die ganzen militärischen Kräfte konzentrierten sich an der sowjetischen Grenze. Ebenfalls am 18. Juni befiehlt Stalin dem Generalstab und den Verteidigungskräften an den westlichen Verbänden, dass sie sich bereit machen sollen, den Angriff abzuwehren. Hier entsteht die Frage, was hätten die Briten Hitler versprechen können, ohne den Krieg zu beenden? Anhand der folgenden Ereignisse können wir darüber Vermutungen anstellen. Bis zum Ende des Jahres 1942 gab es eine drastische Reduktion der Intensität der britischen Bombardierungen auf Deutschland. Sie wurden dann unter dem Druck der Amerikaner intensiviert. Sie hätten zum Beispiel auch versprechen können, keine zweite Front aufzumachen. Wir alle wissen noch davon, wie in den Schulbüchern die Rede davon war, dass die Angelsachsen, das sind die Engländer und die Amerikaner, zunächst versprachen, die zweite Front im Jahre 42, dann 43 aufzumachen und letztendlich wurde sie 44 eröffnet. Jedes Mal hatten sie Gründe, es zu verschieben. Aber die Sache ist die, dass am 4. September 1941 Churchill im Gespräch mit dem russischen Botschafter Maisky sagte, dass Großbritannien bis zum Jahre 44 keine zweite Front aufmachen könne. Es kam also genau so, wie er gesagt hat. Oder anders gesagt, die Briten gaben Hitler 3 Jahre, damit er Russland auszehrte und damit Russland das Dritte Reich auszehrte. Damit drückten die Briten also Hitler auf die Sowjetunion. Und hinzu kam, dass der britische Agent des strategischen Einflusses, Wilhelm Canaris, der Chef der Abwehr, hier entschiedene Hilfe geleistet hat. Das ist überhaupt eine Figur, welcher die Angelsachsen ein Denkmal setzen müssten. Canaris war Chef der Abwehr und hat im Laufe des Krieges Hitler 3-mal hinters Licht geführt.
Das erste Mal hat er ihn belogen, als er Hitler sagte, dass die Briten fast 20 Divisionen an den Küsten vom Ärmelkanal hatten. Das war zu der Zeit, als sie dort nur eine Division hatten. Dann, im Jahre 1941, überzeugte Canaris Hitler davon, dass die komplette Rote Armee an der Grenze konzentriert sei und man sie mit einem Schlag zerschlagen könne. Das war nämlich die Hauptbedingung für das Gelingen eines Blitzkrieges. Und dass die Rote Armee nur einen Verteidigungsgürtel habe. Tatsächlich gab es drei. Und als Hitler im September erfuhr, wie die Lage tatsächlich war, hat er gesagt, wenn er gewusst hätte, dass nicht die ganze Rote Armee an der Grenze konzentriert war und dass es drei Verteidigungsgürtel gab, hätte er den Angriff nie begonnen. Dennoch blieb Canaris weiterhin auf seinem Posten. Und das dritte Mal hat Canaris Hitler reingelegt, als es um die Landung der Amerikaner ging. Der ganze Geheimdienst sagte, dass die Landung in Italien sein wird. Aber Canaris bestand darauf, und er war der Einzige, war aber der Chef, dass die Landung in Spanien sein wird. Die Landung war aber doch in Italien. Canaris wurde abgesetzt. Danach saß er zu Hause herum. Sein Schicksal wurde nach dem Attentat auf Hitler im Juli 1944 besiegelt. Nach einer Hausdurchsuchung wurde in seinem Safe sein Tagebuch gefunden, wo er aufgeschrieben hatte, wie er für die Engländer tätig war. Canaris war also überzeugt, dass er unantastbar sei, weil er wertvoll ist. Canaris war tatsächlich eine wertvolle Quelle. Darum hatte man vorher ein Auge zugedrückt, solange nicht eindeutig war, dass er ein Verräter ist. Er wurde gebraucht, solange der Krieg lief. Aber im Jahre 43 und erst recht 44, wo klar wurde, dass der Krieg zu Ende geht und dass das Dritte Reich mit den Angelsachsen irgendwie wird verhandeln müssen, wurde er nicht mehr gebraucht. Also wurde er verhaftet und bald darauf gehängt. Aber zurück zum 18. Juni 41. Dort begann die letzte Phase der Verlegung der deutschen Truppen an die sowjetische Grenze. Und das heißt, die Verhandlungen der Briten mit Hess waren erfolgreich. Aber auch hier bleiben die Briten sich selbst treu. Am 12. Juni ziehen sie die geplante Bombardierung von Südkaukasus zurück. Das ist nur logisch. Sie wissen, dass Hitler angreifen wird. Und nun denken sie sich, warum die Ölförderpumpen zerstören. Stalin kann sie im Kampf gegen Hitler gebrauchen. Sollen sie so lange wie möglich gegeneinander kämpfen? Also diese Entscheidung am 12. Juni. Den Plan der Bombardierung zurückzuziehen, ist sehr interessant. Das bedeutet, zum 12. Juni war bereits alles entschieden, genauer am 9. oder 10. Stalin hat also die korrekte Information bekommen. Weiter am 16. Juni sagt der britische Botschafter Richard Cripps in Moskau, dass er genau weiß, dass die Deutschen in den nächsten Tagen die Sowjetunion angreifen werden. Das ist dieses doppelte Spiel der Briten, wo sie die Seiten gegeneinander ausspielen. Dieses Spiel haben sie auch meisterhaft vor dem Ersten Weltkrieg demonstriert, als der Außenminister von Großbritannien, Sir Edward Grey, und auch der König von Großbritannien den Deutschen versicherten, dass sie neutral bleiben werden und sich als Schlichter zwischen den vier Kriegsparteien zu betätigen versuchen. Und dann erklärten sie plötzlich Deutschland den Krieg. Was das angeht, sind die Briten also große Meister. Und dass sie beide Male nach dem gleichen Schema Deutschland auf Russland gehetzt haben, zeigt auf der einen Seite ihre Meisterschaft und auf der anderen Seite, dass die Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg in dieser Hinsicht nichts dazugelernt haben. Dennoch lief für Churchill und seine Gruppe nicht alles nach Plan. Die Situation wurde für Großbritannien immer ernster und im Jahre 42 war sie äußerst schwierig. Deswegen gab es eine stärkere Aktivität der Anti-Churchill-Kräfte. Und als Großbritannien über dem Abgrund schwebte, wollten die Kräfte, die Frieden mit Deutschland wollten, ihre Chance ergreifen. Und es kann sehr gut sein, dafür haben wir keine direkten Beweise, aber aus dem Zusammenspiel der Indirekten wird ersichtlich, dass dieses Treffen im Schloss Balmoral, wo die ganze königliche Familie versammelt war und wonach der Herzog von Kent starb, das kann kein Zufall gewesen sein. Solche Zufälle gibt es nicht. Überhaupt muss man an dieser Stelle sagen, dass es bei den Welteliten sehr harte Verhaltensregeln gibt. Es gibt eine rote Linie, die man nicht überschreiten darf. Und wenn man sie doch überschreitet, dann wird man bestraft. Unnötig zu sagen, wie die Familie von Kennedy sogar noch in der dritten Generation bestraft wurde.
Es gab auch noch andere Fälle, wenn auch nicht über drei Generationen. In den Kreisen der Weltelite können sehr deutliche Botschaften gesendet werden, was passieren wird, wenn man nicht in ihrem Sinne handelt. Und Churchill warnte mehrmals seine Gegner aus den Kreisen, die Frieden mit Deutschland schließen wollten, dass sie das unterlassen sollten. Sie nahmen ihn nicht ernst. Hierzu gibt es massenweise Methoden, solche Botschaften zu senden. Hier ein Beispiel, das etwa 30 Jahre zurückliegt. Der Präsident der Vereinigten Staaten, Jimmy Carter, er wurde durch die Trilaterale Kommission an die Macht geführt, scheint ein einfacher Mann gewesen zu sein, der zum Ende seiner einzigen Amtszeit entschied, dass er sein eigenes Spiel spielen kann, dass er also keine Figur, sondern ein Spieler sei. Darum sagte er in den Vorwahlen, dass Amerika einige ernste Reformen durchmachen muss. Er sagte, wenn er nach Kalifornien fährt und dort einen Auftritt hat, dann wird er dort auf einer Pressekonferenz im Fernsehen sein Programm vorstellen. Ihm wurde gesagt, dass er das nicht tun sollte. Er bestand aber darauf, dass Amerika reformiert werden muss. Und tatsächlich, wie die amerikanischen Historiker schreiben, war die Zeit in den 70ern eine der schlimmsten Zeiten in Amerika, vergleichbar mit den 1920er oder mit den 1870ern. Die 1970er waren also sehr problematische Zeiten für Amerika. Aber die Eliten wollten Carter warnen und ihm eine Botschaft senden. Als er in Kalifornien ankam und in einer der Hallen auftrat, hat die Polizei zwei Männer verhaftet, von denen gesagt wurde, dass sie ein Attentat auf ihn verüben wollten. Und sehr schnell wurde bekannt gegeben, wer sie waren. Einer von ihnen war ein Amerikaner angelsächsischer Abstammung und der zweite war ein Spanier. Achten Sie bitte auf Ihre Namen. Einer hieß Raymond Lee Harvey und der andere Oswald Ortiz. Zusammen heißt es Raymond Lee Harvey Oswald Ortiz. Und Carter hat die Botschaft verstanden. Als er wieder in Washington war, sagte er, dass er die Regierung nicht mehr unter Kontrolle habe, nicht regieren könne und nicht für Ordnung sorgen könne. Dabei versuchte er trotzdem noch Pluspunkte zu sammeln, indem er die amerikanischen Geiseln in Iran befreien wollte. Aber daraus wurde nichts. Die Flugzeuge haben sich entweder verirrt oder wurden abgeschossen oder ähnliches. Die amerikanischen Geiseln blieben dort, wo sie sein sollten und wurden erst unter Reagan befreit. Und das Scheitern Carters hat seine Position noch zusätzlich geschwächt. Aber in diesem Fall kann man sehen, wie die Weltelite einem ihrer Untergebenen mittels einer Botschaft klarmachte, dass die Sache schlecht ausgehen wird. Aber die Signale von Churchill haben bei seinen Gegnern keine Wirkung gezeigt. Und der Tod von Herzog von Kent war kein Zufall. Übrigens, gleich nach seinem Tod hörten alle Gespräche über den Frieden mit Deutschland auf. Noch was Interessantes. Alan Dulles, der künftige Chef der CIA, hat nach dem Krieg Dr. Donald Cameron nach Nürnberg geschickt, um Rudolf Hess zu untersuchen. Offiziell, um einfach nur zu schauen, in welcher Verfassung sich Hess befand. Aber die Sache ist die, dass Dulles dachte, Hess sei schon tot und in Nürnberg würde sein Doppelgänger sitzen. Er dachte, der echte Rudolf Hess wäre auf Befehl von Churchill im Jahre 41 oder 42 getötet worden. Deswegen hat er Cameron geschickt, um das zu prüfen. Anfangs dachten die Journalisten, dass es um Kriegsverletzungen ginge. Dulles wusste nämlich, dass Hess Kriegsverletzungen aus dem Ersten Weltkrieg hatte. Und wenn dieser Hess keine Narben hätte, dann wäre es ein Doppelgänger. Die Briten haben jedoch nicht zugelassen, dass Cameron Hess untersuchte. Aber das ist noch nicht alles. Fragen wir uns mal, wer Cameron war. Donald Cameron war in Amerika der beste Spezialist in Sachen Gehirnwäsche und Umformatierung der Persönlichkeit. Später wird er zum Präsidenten der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft und zum ersten Präsidenten der Weltgesellschaft der Psychiater. Aber das Wichtigste war eben, dass er schon damals über Techniken verfügte, eine Persönlichkeit umzuformatieren und das Gedächtnis zu löschen. Journalisten und Analytiker vermuten deshalb, dass Dulles nicht umsonst genau Cameron geschickt hatte. Denn wenn es ein Doppelgänger von Hess wäre, dann müsste mit ihm so eine Umformatierung des Bewusstseins durchgeführt worden sein. Das ursprüngliche Gedächtnis gelöscht und dann überzeugt, dass er Hess sei. Heute wird das relativ einfach mit Hilfe von psychotropen Mitteln gemacht. Das menschliche Gehirn ist eine Art Disk, auf die zwischen 20 und 40 Persönlichkeiten draufgeschrieben werden können. Natürlich konnte man das Ende der 30er und in den ersten Jahren der 40er noch nicht so einfach machen, aber es war dennoch damals schon möglich. Übrigens wird Cameron später berühmt durch die Beteiligung an dem CIA-Programm MK Ultra.
wo es um Bewusstseinskontrolle, Gehirnwäsche, Gedächtnislöschung gehen wird und wo Drogen in den Campussen verbreitet wurden. Dieser Mensch wurde also nicht zufällig ausgewählt, denn um nach Narben zu suchen, da hätte man jeden anderen schicken können. Darum denke ich, dass hier die Journalisten recht haben. Cameron wurde geschickt, um zu schauen, ob es sich bei Hess nicht um einen Menschen mit einer umformatierten Persönlichkeit handelt. Cameron hätte das relativ leicht feststellen können. Deswegen haben die Briten ihn nicht zu Hess gelassen. Und über das Ende von Hess haben wir schon gesprochen. Hierher führte uns also die Geschichte von dem Tod von Herzog von Kent. Das war nur eine Episode. Aber wie viele Dramen stecken hinter dieser Episode? Und recht hatte Heine, wenn er sagte, unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte. Und tatsächlich, der Tod von Herzog von Kent, der Flug von Rudolf Hess, einfach nur zwei Episoden. Aber wie viele Intrigen, menschliche Niedertracht und einfach Opfer, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind, welcher nur darum organisiert wurde, damit die Weltfinanz um Gottes Willen auf keine Einkünfte verzichten muss. Achten Sie bitte auf die Namen. Raymond Lee Harvey und der andere Oswald Ortiz. Zusammen ergibt es Raymond Lee Harvey Oswald Ortiz. Ich möchte daran erinnern, dass der Name desjenigen, dem das Attentat auf Kennedy zugeschoben wurde, Lee Harvey Oswald war. Das war also ein direkter, deutlicher Hinweis. Und Carter hat dies verstanden. Aber interessant ist noch was. Einige Jahre später haben einige Journalisten versucht, diese beiden Männer zu finden, die ein Attentat auf Carter vorbereitet haben sollen. Denn den Journalisten wurde gesagt, dass diese beiden Männer verurteilt wurden und im Gefängnis säßen. Daraufhin haben die amerikanischen Journalisten angefangen, sie in Gefängnissen zu suchen und konnten sie nirgends finden. So kam heraus, dass es diese Männer in keinem amerikanischen Gefängnis und auch in keiner Akte gab. Das heißt, es war höchstwahrscheinlich eine rein inszenierte Sache. Es gab keine Verurteilungen und es kam auch keiner ins Gefängnis. Es wurden wohl einfach zwei Leute verhaftet und es wurde gesagt, dass sie so und so heißen, um Carter auf diese Weise zu zeigen, dass seine Handlungen dazu führen könnten, was mit dem Präsidenten Kennedy passiert ist. An dieser Stelle machen wir Schluss. Ich denke, dass wir uns nicht das letzte Mal mit den Geheimnissen der Geschichte beschäftigt haben, einschließlich was die Geheimnisse des Zweiten Weltkrieges betrifft, weil viele dreckige Geheimnisse der heutigen Weltelite wurzeln genau dort im Zweiten Weltkrieg. Und ich rede nicht mal davon, dass die Zielsetzungen der aktuellen nordatlantischen Elite sehr an die Ziele der Nazis erinnern. Eigentlich ist es dasselbe Projekt, welches nun nicht so brutal und unter anderen historischen Bedingungen durchgeführt wird. Und wir müssen sehr genau wissen, wie und wozu diese Projekte entstanden und wer dazugehörte. Und wir müssen auch ihre Techniken kennen, denn dann können wir ein Gegenmittel entgegensetzen.